Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland bei SMWS, Scotch Malt Whiskey Society, und heute habe ich die Flaschennummer 12.36. Also ein Gesamt 215 Flaschen kamen aus einer First Fill Ex-Bourbon Barrel. Was ist die Distillerie Nummer 12? Das ist Benriach. Extra das deshalb gekauft. Der Name ist Easy Drinking and Moorish. Wer ein bisschen dort bei Roy's Aquavite schaut, dann weiß, dass er diesen Begriff Moorish momentan sehr liebt. Und ich kannte diesen Begriff, weil das sehr britisch ist. Und Moorish ist tatsächlich dieses Moorish, also mehrlich, also mehr davon. Also man will immer mehr davon. Also, Whisky Base Nummer 154274. Wir haben hier 58,7%. Wir haben hier eine ganz große 10 hier drauf. Wir haben 62,90 €. Und das wurde tatsächlich am 29. September 2009 dann dort destilliert. So, und dann hier haben genau 10 Jahre später abgefüllt. So, was würde ich hier nehmen? Genau, ich habe meine Tasting Notes hier von der Society vor mir. Easy Drinking in Moorish. Okay, womit werde ich es vergleichen? Wer mich kennt, weiß, ich vergleiche immer. Also ich habe hier eine Benriach aus dem Jahr 2000. Also, und der hat tatsächlich hier durch eine Auktion habe ich den gewonnen. Der war sogar ein Tick billiger als das hier vom SNWS, weil immer wieder Sachen bei Auktionen kann man ein paar Schnäppchen mal machen. Der hat allerdings 59,3% gegenüber 58,7%, also ein Tick mehr. Dieses Ding war echt richtig krass gut. Ja, also das ist Moorish. Das ist da, wo man sagt, mehr, pass mal auf, das ist tierisch gut. So, das reifte auch hier tatsächlich. Das ist ein Single Cask und das reifte tatsächlich auch in ein Bourbon Barrel. So, von daher sind das ähnliche Voraussetzungen, sage ich mal. Alter, genau, ist 14 Jahre alt, das ist 10 Jahre alt. Das Erste, was wirklich hier auffällt, und fällt ziemlich krass, finde ich auch auf, ist Farbe. Also der aus dem Jahr 2000, der 14 Jahre alt ist, wesentlich dunkler als der hier aus dem Jahr 2009, wo es auch ein First Fill Barrel war. Also, was sollen wir First Fill Bourbon Barrel? Warum ist das denn? Ist das wirklich die 4 Jahre mehr, wo es so viel Farbe mehr gegeben hat? Oder waren die Fässer damals einfach so viel besser? So, wer mich kennt, weiß, ich probiere mich dieses Jahr hier durch SMWS hindurch. Der April, Outturn ist die Flaschen, die auf den Markt geschmissen wurden, haben viele Leute auch weltweit ein bisschen geärgert. Denn der Durchschnittsalter von allen Flaschen, die auf den Markt neu kamen, war genau das hier, 10 Jahre. Der allerälteste ist der, den ich sogar gekauft habe bei diesem Outturn. Und das war 17 Jahre alt. Und ich habe noch einer gekauft hier, der ist dann sogar 12 Jahre alt. Das heißt, da war einige dabei, die 8 oder noch jünger waren. Und man fragt sich wirklich, warum ist man denn dort Mitglied, um 8 oder 10 Jahre alte Whisky Single Cask zu kaufen? Die kriegt man bei beinahe jeder unabhängige Abfüller momentan. Und wenn man ein bisschen pfiffig ist, kann man da bei irgendwelchen Auktionen dahin gehen und altes Zeug für das gleiche Geld kaufen. Eine Frage an euch. Nun ja, immer wieder kann man zu Glasgow hingehen oder Edinburgh, man kann zu The Vaults gehen und hat einen Club. Ich wohne in Deutschland. Also, wie oft bin ich in Edinburgh? Das ist einmal alle 3 Jahre zurzeit. Ob das wirklich sich lohnt, weiß ich nicht. Alkoholisch erst einmal. Oh, oh, der ist gut. Oh, ist der richtig gut. Dieses Zeug ist wirklich, das ist moorisch. Oh, da hast du eine vanillige Holzcreme, also wie Zuckerguss auf einen Kuchen denn da, mit einem wunderschönen Holzelement da rein. Nochmal zurück hier. Also Steffen Buse, der wirklich hier viele meiner SNDS-Videos kommentiert, und nicht nur die, danke nochmal dafür, sagte: Mensch, Jason, also kauf die Dinge, die nicht über 60% Alkohol bei Volumen sind. Er meidet sie, und das tue ich auch zurzeit.
Also wir haben hier sogar unser 58,7% nach 10 Jahren, also höchstwahrscheinlich tatsächlich dort mit 63,5% dort im Fass gekommen. Allerdings weiß ich nicht, ob das jetzt hier wirklich wow ist. Also lang hier bei der SMWS-Seite steht da eine komplett einladende Nase. Ananas, gewärmt in der Sonne. Honigmelonen. Mit einem kleinen Zimt da drauf. Karamellisierte Orange und Zitronenscheiben, schneiden, würde ich sagen, Scheiben. Und Aprikosen. Bisschen Creme. Und ein bisschen blumig. Alles stimmt ein kleines bisschen, bis auf der Ananas. Da ist eine blumige, fruchtige Note dahinter. Ziemlich helle Frucht denn dazu. Okay, schauen wir mal. Ich trinke, ich probiere ein bisschen Wasser. Es gibt eine abschließende Beurteilung. Der schiebt ein bisschen, da ist viel Alkohol auch am Ende. Wow. Ein bisschen mehr als ich gewohnt bin. Und das war mein Control Whisky übrigens. Ja, der hat mehr Umdrehung als das. Hier steht, the palate was smooth. Also entweder bin ich überempfindlich oder die Leute, die hier tatsächlich auf der Tasting Panel sind bei SNWS, sind abgestumpft. Das ist nicht smooth, das ist alkoholisch scharf. Also süß. Leichte Bitterkeit habe ich sogar am Ende. Dickflüssig und leicht. Viscous and easy. Beides stimmt nicht. Also der ist weder dickflüssig noch eine einfache Whisky hier zu trinken. Also ich bin echt mit mir am Hadern hier. Denn das ist schon mindestens die 12. Flasche, die ich im SMS hier gekauft habe. Ich glaube, in dieses Jahr habe ich vom einen einzigen Abfüller nicht so viel gekauft wie SMS. Und davon hat mich bisher kaum etwas überzeugt. Die alten Dinge, die ich kleine Samples habe, jo, die waren gut. Die neuen Sachen, die rauskommen, vieles davon, sage ich mal, ja, naja. So. Zum Reinschwimmen, das Zeug hier. Das alte Benriach ist sowas von gut. Also, gut, ein bisschen Wasser hier rein und abschließende Beurteilung und so. Also, man muss noch mal bedenken, Fassstärke 10 Jahre alt, mit Umkurs und Umtausch und Versand und so weiter, vielleicht 60 Euro, aber gut, 62,90 € war mein Preis jetzt hier für meine Flaschenteilung dazu. Übrigens, unten ist ein Link dazu, meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. 200, glaube ich, 55 Leute können rein. Zu Zeitpunkt dieses Videos sind 235 Leute rein. Nee. Einen Moment. Kriegt ein bisschen mehr Wasser. Wir sind jetzt schon hier tatsächlich bei 58. So. Er hat was, aber er bleibt ein bisschen metallisch bis hin zu alkoholisch. Da sind hier diese Früchte da drin. Es steht sogar, die Viskosität wird wachsig. Da ist eine leichte Wachsnote, wenn man ganz ehrlich da mit sich selber ist. Aber sehr hell, sehr jung. Sommerwhisky. Und da ist ein Hauch von meiner Herb- bzw. eine Bitternote ganz am Ende. Haut mich nicht um. Sorry. Benriach, Single Cask, Jahr 2000. War auch in der Flaschenteilung bei mir. Oh.
ohne zu verdünnen. Ah, so viel besser. Nun, das ist die Frage des Tages, also für mich, wo ich es nicht weiß. Erstens, woher kommt diese Farbe? War das wirklich ein viel, viel besseres Holz damals im Jahr 2000 als im 2009? Sind das die 4 Jahre extra? Eine kleine Sache, was mich jetzt hier einfach stutzig macht, ist am Reifungsklima. Wo werden die Fässer gereift hier vom SNWS? Sind die alle dort bei Glasgow irgendwo oder bei Edinburgh, da unten in Lowlands im Süden? Oder sind die da oben da in Speyside, wo denn dort Ben Riach reift? Macht das einen Unterschied? Ja, wenn nein, also was für Fässer, was für Häuser das sind? Ist ein Dungeon. Ich habe echt meine Probleme, das auszusprechen heute. Diese wunderschöne alte Lagerhäuser mit dem Tonboden. Oder ist es jetzt hier eine moderne Palette Reifung, was ich ein bisschen auch hier vermutet, wo auch Ralfi ein bisschen dagegen wettert ständig. Was auch immer das ist oldschool, das ist gut, das ist offenbar der neue Sache, was wir hier erwarten können, wenn wir eine 70 € oder 60 € teure, 10 Jahre alte Finish hier habe von denen. Einen Moment. Musste hier sein, genau. Wir haben vom SNWS unser Kärtchen hier und wir haben unsere goldene Farben hier. Und goldene Farbe ist spicy and dry. Also hier diese Farbe. Und dort haben wir dann, sollten wir einiges davon haben. Also es sollte ein würziger, ein trockener Moment sein. Ich weiß nicht, ob ich das den da reingetan hatte. Also für mich ist das ein Whisky hier. Da gibt es hier diese hellblaue Teile. Also für mich ist das eher, also ich sage mal ganz ehrlich, aus meiner Sicht haben sie die falsche Kategorie gewählt. Also für mich wäre das hier diese Sache. Nicht light and delicate, sondern hier dazwischen. Wo ist das sprittig? So, haben wir das hier. Oily and coastal, light and delicate. Genau, delicious and sweet, young all round, genau, sweet, fruity. War denn nicht einer mit sprittig dabei? Young and Spritely, ja genau, ich hätte diese Farbe gewählt, diese pinke Farbe für diese Sache. Für mich, also 10 Jahre alt und das, was ich hier gehabt habe, wäre, komm mal her, Beeswax, genau das, was sie hier geschrieben haben. Limone, genau was die geschrieben haben, denn da. Sour Apple Sweets, genau das, was sie in der Beschreibung hatten, ist alles, was hier drauf ist. Und das ist das, was sie sagen, und das kann ich ein bisschen übereinstimmen jetzt hier. Und deshalb frage ich mich, hey, warum habt ihr das nicht aus einer pinken Flasche deklariert? Dann hätte ich den auch nicht gekauft. Also, genug geschimpft, also ein bisschen an Zweifel jetzt auch an der SNWS-Kategorisation, gerade von dieser Flasche. Das war eine Wonne, das ist eine 3 Minus. Da hat nichts davon mich überzeugt, in irgendeiner Art und Weise. 3 Minus. Preislich 4, sorry. Also, die Enttäuschung ist groß heute bei dieser Flasche. So ist das. Also, man merkt, ich bin kein SNWS-Fanboy. Und da werde ich schauen, ob das vielleicht die letzte Ladung war, die ich da gekauft habe, von denen zumindest so. Ich habe noch 2 Flaschen hier, meine nächsten 2 Videos. Schauen wir mal, was dabei herauskommt. Vielleicht wird einfach eine Rettung nahe. Gerade hier erwarte ich von der Longmorn. Also einiges an Gutes. Also vielleicht bin ich da ein bisschen beruhigt, ein bisschen hier wieder auf den Boden runtergekommen. Whisky Jason hier. Meine Frage des Tages ist, welche Ben Riach findet ihr am besten? Ihr könnt natürlich diese rauchige Ben Riach nennen, oder ihr könnt Single Casks nennen, oder ihr könnt auch etwas aus ihrer Core Range nennen. Ben Riach ist in der Distillerie. Wer mehr wissen will, geht rüber zu Whisky Evening zu André. Das ist der Ben Riach-Experte, glaube ich, hier fast in Deutschland. Alles, alles Gute euch. Whisky Jason hier. Liken, abonnieren, auf meiner Sample-Liste schauen. Da findet ihr vieles dann da. Ihr könnt auch Teil werden von meiner WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. Da kommen viele Samples da rein und auch viele Flaschenteilungen. Und ihr könnt mich jeden Tag hier um 17:30 Uhr finden, beziehungsweise, wenn es ein Sonntag ist, um 21 Uhr mit irgendeinem Gast zu meinem Livestream. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Bis dahin. Ciao.